Da gibt es eine U-Bahn in einem ihrer Filme und da ist jemand, der sich terroristisch aufführt, ja, aus Nordafrika möglicherweise, ja, und eine Frau ist bedroht, die Frau Binoche. Und jetzt wird eine Brille von einem anderen Mann, eigentlich einem Ritter, das könnte Lohengrin sein, ja, nur rübergereicht zu ihr und sie hält es so lange, ja, und es findet sozusagen eine zweikampfähnliche Handlung statt, ja, die den Terroristen raustreibt. Das sieht man aber gar nicht. Und es ist, mir geht es so, dass ich es mir umso mehr vorstelle, ja, je weniger sie zeigen. Ja? Ja, ich denke, es ist generell, man sollte so viel wie möglich mit der Fantasie des Zuschauers arbeiten. Nicht? Je mehr man abbildet, ich sage ja immer, im Gegensatz zur Literatur, stiehlt der Film ja dem Zuschauer die Bilder. Wenn man liest, entstehen die Bilder in meinem Kopf. Der Film stiehlt erstmal die Bilder und beraubt sozusagen die Möglichkeiten meiner Fantasie. Und man sollte halt, soweit es möglich ist, dagegen arbeiten. Nicht? Und natürlich ist das Off, also das, alles, was außerhalb des Bildes, des Frames stattfindet, fantasieanregender als das, was man sieht. Ne? Und damit kann man natürlich arbeiten, das kann man ja zum Prinzip machen. Und es gibt ja auch unsichtbare Bilder. Nicht? Also die bleiben unsichtbar, auch wenn die Fantasie sich auf sie richtet. Ja? Was die kommen ja sie? Bei Ihnen auch vor. Wie meinen Sie das? Es ist so, also in Wolfszeit zum Beispiel, ja, habe ich, ich habe hier die Freiheit bei Ihnen, das zu sehen, was ich mir einbilde. Ja. Ja. Aber da sind so, da weht manchmal ein geschichtlicher Atem drin. Mhm. Man spricht vom Atem der Gewalt. Aber es ist nicht nur der. Ja? Mhm. Es sind auch Sehnsüchte. Ja, nach Sicherheit. Ja. Na, ich denke ja, dass das Wesentliche von einem Film oder auch von einem Buch immer zwischen den Zeilen stattfindet. Ja. Ne? Genauso im Film, dass es die entscheidende Spannung muss sozusagen zwischen den Bildern und zwischen den subkutan unter der Haut. Ja, weil das, was sozusagen eindeutig benannt wird, das ist ja eh ohnehin sofort klar. Das Entscheidende ist, wie schafft man eben eine Spannung durch Auslassung, um den Zuschauer eben eine Möglichkeit geben, sich einzubringen. Denn Film sollte halt ein, so wie jede Form von Kunst, ein Dialog sein und kein Monolog. Ne? Also der Film endet nicht auf der Leinwand, sondern im Kopf oder im Herzen oder wo auch immer des Zuschauers. Übertragen sozusagen auf die Kunst ist es natürlich so, dass die Aussparung der größte Motor ist für die Fantasie des Rezipienten. Der Sog. Ja, weil er sich dadurch quasi gezwungen fühlt, sich einzumischen, ja, mit seiner Fantasie. Und das bringt ihn mehr an die Geschichte heran, die man erzählen will. Also es ist einfach auch ein rein praktisch-ökonomisches Verfahren. Es ist nicht nur der Respekt vor dem Zuschauer, dass ich ihn ernst nehmen will, sondern es ist auch eine Technik, die man benutzen kann. Es ist ja eine Banalität, dass in jedem Horrorfilm, dass das Knarren der Treppe hinter der Tür aufregender ist, als wenn dann die Fratze in der Tür erscheint. Und damit kann man ja wunderbar arbeiten. Also der ganze Genre des Thrillers und des Horrorfilms leben ja davon, wenn sie gut gemacht sind, dass man möglichst wenig sieht und sich möglichst viel vorstellt. Und so kann man es natürlich in jeder Form von Film, das muss ich jetzt nicht auf einen Horrorfilm beschränken. Es gibt da in Ihrem Kanon eigentlich zwei Gegensätze, nicht? Also zwei Parteien, wenn Sie so wollen. Ja? Die eine, sagen Sie, Panzerkreuzer Potjomkin, Triumph des Willens von Frau Riefenstahl. Ja? Und der dritte war der Präsidentenfilm über den amerikanischen Präsidenten, Air Force One. Air Force One, ja. Und Sie sagen, diese überredende Methode, die rhetorische Methode im Film, ja, die macht eigentlich, schafft dumme Zuschauer. Ja, natürlich. Also das ist ja auch das, was das Fernsehen uns ununterbrochen, bewusst oder unbewusst, ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass da lauter böse Manipulatoren an den Hebeln sitzen, sondern es liegt einfach in der Natur der Sache, dass Meinung gebildet wird durch die Darstellung dessen, was man zeigt. Und die große Gefahr dabei ist, denke ich, nicht so sehr der einzelne Effekt, sondern die Tatsache, dass der Zuschauer, der seine Wirklichkeits-
Wahrnehmung über die Medien bezieht, sich für informiert hält, obwohl das gar nicht ist. Ja. Also früher, bevor es das Fernsehen gab, hat ein irgendein Bergbauer in seinem Tal, der hat sein Tal gekannt, das hat er sehr gut gekannt, da wusste er alles. Ja. Und darüber hinaus hat er sich gar nicht eingebildet, was zu wissen. Ja. Wir heute bilden uns ein, informiert zu sein, wissen aber genauso wenig, weil Wissen tut man nur das, was sozusagen der unmittelbaren Erfahrung entspricht. Ja. Und wir sind nur konfrontiert mit Bildern, die bewusst manipuliert sein können, aber gar nicht müssen. Zum Beispiel, wenn ich mich heute nur über die, also ich wäre jetzt gezwungen, eingesperrt in mein Zimmer und meine Informationen nur über die Welt, übers Fernsehen zu kriegen, hätte ich ein Weltbild, das mit meiner Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und mit einer Fremden auch nicht. Also ich war nie in Chile, also kann ich keine unmittelbare Erfahrung haben. Ja. Und das ist die eine Seite der großen Gefahr, dass man das so selbstverständlich nimmt inzwischen. Die liegt im System. Das heißt, es gibt unmittelbare Öffentlichkeit und es gibt mittelbare. Ja. Ja? Und man braucht ein Quantum von unmittelbarer, damit man überhaupt Maßverhältnisse hat. Ja. Und in der permanenten Konfrontation mit den Medien haben wir immer weniger unmittelbare Konfrontationen. Und das ist eine Gefahr. Ich habe auch kein Rezept dagegen. Ich kann nur sozusagen mit dem, was ich tue, versuchen, ein bisschen immer wieder daran zu erinnern und darauf hinzuweisen. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der das tut, aber es ist trotzdem sind die, die das tun, eine kleine Minderheit. Ne? So ist er mittig. Ja, richtig, genau. Ja, genau. Okay. Der Ton läuft. Okay. Es gibt sozusagen zwei Herangehensweisen grundsätzlich ans Kino. Ich kann es als reine Ware ansehen, dann ist natürlich meine oberste Aufgabe, es so gut verkäuflich wie möglich zu machen und damit sämtliche Klischees zu bedienen, die halt bedient sein wollen. Oder ich kann versuchen, es als Kunstform zu betrachten, dann muss ich den Partner, nämlich den Zuschauer, auch ernst nehmen als menschliches Wesen. Das heißt, ich möchte auch, wenn ich ins Kino gehe, Filme sehen, in denen ich mich ernst genommen fühle. Wenn mich jemand für blöd verkaufen will, bin ich verärgert. Ja. Wäre eigentlich in einem Liebesverhältnis nicht anders. Ja, sollte. Ja. Ich denke, Kunst ist ja immer ein Liebesverhältnis. Also selbst wenn ich jemanden provoziere oder beutle, dann es ist ja auch, wenn Sie in familiären Situationen sind, Sie können nicht immer nur sagen, alles ist wunderbar. Sie haben sogar eine Verpflichtung auch zu sagen, das ist nicht wunderbar, oder? Du hast dich da schlecht benommen oder so etwas. Das gehört ja dazu, wenn ich jemanden ernst nehme, dass ich ihm auch vielleicht unangenehme Wahrheiten sage, was manchmal unangenehmer ist für mich, als wenn ich ihm was Nettes sagen würde. Ne? Wir hatten jetzt eine Partei. Ja, nicht? Ja. Also sozusagen, und Sie hatten bewusst dich eben berühmte Hollywood-Filme nur genommen, nicht? Für die überredende, ausbeutende Tendenz, nicht? Ja, ausbeutend und überredend muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Also ich habe in diese Filme, die Sie da aufzählen, zeige ich immer meinen Studenten, nicht? Also wir machen so ein Seminar über Manipulation. Das ist ja deutlich von unterschiedlicher Qualität. Ja, und da ist auch Z von Costa Gavras, das ist ein brillant gemachter Film ist, der mir, also ich kann mich erinnern, als ich den gesehen habe, hat mich der sowas von wütend gegen die Faschisten, dann einfach so emotional wütend, unmittelbar gemacht. Ich fand das ganz toll. Ich finde, die Tendenz, die der Film damals speziell in dieser historischen Situation hatte, war sehr wichtig. Das war ein Agitationsfilm. Trotzdem darf man nicht außer Acht lassen, dass die Mittel, die er verwendet, genau die gleichen sind, die in jeder Art von politischen Manipulationsfilm verwendet werden. Das heißt, eigentlich die Leute dümmer macht. Zwar für, wie ich meine, eine gute Sache in dem Sinn. Trotzdem ist es die Frage, ist das erlaubt? Ja? Ist es erlaubt, mit faschistischen Mitteln einen antifaschistischen Film zu machen?
Das ist das große Dilemma, überhaupt wenn man politische Filme machen will. Ne? Jetzt sagen Sie mal den Gegenpol. Also die Partei sozusagen, die Filmkunst sehr ernst nehmen. Ja. Ja, nicht? Wen würden Sie dazu zählen? Naja, also wen würde ich dazu zählen? Ich würde Bresson natürlich, wobei der keine politischen Filme in dem Sinn macht. Die Straubs natürlich. Ja. Oder wenn Sie Gewalt meinen, für mich ist immer noch der einzige Film, der Gewalt adäquat dargestellt hat, Salò von Pasolini. Weil da die Gewalt wirklich das ist, was sie ist, nämlich unerträglich. Ja. Das ist aber der einzige Film, der das, zumindest meinem Wissen nach, der das bis jetzt geschafft hat. Das ist nämlich sehr schwer. Sozusagen den spektakulären Charakter, den die Gewalt ja innehat im Film, den so auszutreiben, so radikal auszutreiben, dass nur noch der Schrecken übrig bleibt. Ne? Ich habe, nachdem ich Filme von Ihnen gesehen habe, selbst den siebten Kontinent, der mich mit am meisten erschüttert hat, doch das Gefühl, solange so etwas aufgezeichnet wird, solange so etwas eine Form bekommt, steckt auch sozusagen eine Strömung in Ihren Filmen. Mhm. Ja? Die eigentlich Sehnsucht nach Gutartigkeit spiegelt und eigentlich eine freundliche Redeweise hat. Ja, ja, das meine ich ja. Also Bitterkeit. Wenn man mir sagt, ich bin Pessimist, das ist ja so ein Ding, das ich oft zu hören bekomme, sage ich immer, die wahren Pessimisten sind die, die die Leute für so blöd halten, dass man ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen muss mit Verdummung, weil die glauben in der Tat, es steht nicht dafür, ernsthaft über die Dinge zu sprechen. Ne? Dann wären Sie ja eigentlich optimistisch, sagen eigentlich würden. Eigentlich ja. Also ich kann Menschen was zutrauen. Ich bezeichne mich auch als Optimist. Also, und ja, jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich also eher ein Mensch bin, der den guten Seiten des Lebens zugetan ist. Ja. Also, ich spreche auch ganz freundlich und nicht verbissen. Ich gehe nicht in den Keller lachen. Ja. Aber das hat ja auch wieder mit Musik zu tun. Also Musik ist ohne Sinnzwang. Ja? Das ist das Wunderbare. Gedanken Sie das auch. Ja? Geistige Bewegung ist das genauso. Das ist ja das Schlimme an der Literatur und an den dramatischen Künsten, die ja auch mit Sprache zu tun haben, dass alles sich auf den Begriff bringen lässt. Ne? Sobald es auf den Begriff gebracht wird, wird es veränderbar, manipulierbar und so weiter. Ne? Die Musik verweigert sich dem ja auf eine grandiose Weise. Und deswegen ist sie auch die Königin der Künste. Wenn Sie einmal auf die Form kommen, die ist ja bei Ihnen erstaunlich. Also erstens die Lakonie, ja, mit der Sie, wenn eine Szene beendet ist, ja, auch abbrechen, mit der Sie im Grunde nicht mit einzelnen Einstellungen montieren, sondern Sie montieren mit ganzen Sequenzen. Ja. Ja? Das ist ja etwas übrigens, was Bach auch tut. Ja? Mhm. Wenn eine Stimme nichts mehr zu sagen hat, dann muss sie schweigen, sagt er. Ja? Und das tun Sie sehr radikal. Ja. Ja? Sie sind nicht immer so wie die Straubs und Bresson, die mir manchmal ein bisschen zu streng sind. Mhm. Die scheinen mir sehr protestantisch. Ja, ja? Hat man mir auch schon vorgeworfen, protestantisch zu sein. Sie lassen auch geschehen. Ja, ja? Ja. Naja, also diese abrupten Enden haben natürlich, also das kann man jetzt auch nicht bei allen Filmen, sondern bei dem Großteil der Filme haben schon mit meiner Überzeugung zu tun, dass wir ja immer nur Fragmente liefern können. Und das muss man sozusagen auch betonen, dass der Zuschauer das Fragmentarische der Sache auch wahrnimmt. Sind wir Echolote? Ja, nicht? Also wie eine Fledermaus, die ihr Echo dann von der Wand zurückhört. Ja. Ja. So eigentlich sind sie, das ist der Gebrauchswert davon. Ja, ja. Ja? Messungen. Ja, wenn man so, also Messungen, das klingt so, als würde ich so jemanden austesten wollen. Nee, nein, es ist der Versuch, einfach zu vermitteln, dass ich alles, was ich mehr sagen würde, wäre zu viel, ja? weil ich es auch nicht weiß. Ja, ich kann nur das beteuern oder sagen, was ich glaube, erkannt zu haben in einem bestimmten Abschnitt. Ja. Und nicht so eine Harmonisierung herstellen, als wäre die Welt von mir beschreibbar. Also der Autor, also der Filmemacher, der ist nicht der Herr der Sache, sondern die Herrschaft liegt zwischen den Menschen und dem Werk. Absolut, genau. Und zwischen den Darstellern, der Kamera, Ihnen und so weiter. Ja, ja? Man ist ein Gärtner, kein Dompteur. Ja, schönes Bild. Ja. Sie unterscheiden Zerstreuung
und Unterhaltung an einer Stelle. Ja, weil natürlich immer von der Unterhaltungsindustrie gesprochen wird, wenn man vom Mainstream spricht. Und ich finde das einfach eine... Entertainment ist im Englischen ist natürlich alles. Aber bei uns... Unterhaltung ist, die Matthäus-Passion ist auch Unterhaltung. Ja? Ist halt auf einem anderen Niveau Unterhaltung. Ja? Strukturierung von Lebenszeit, die man gerne verbringt. Genau, ja. Wobei Zerstreuung halt, also Mainstream halt Zerstreuung ist. Das heißt Ablenkung, nicht Bündelung auf das Wesentliche, sondern Ablenkung und Zeit totschlagen. Ne? Also es gibt immer, im Deutschen gibt es ja dieses schöne Wort abschalten. Ne? Also der Zuschauer kommt nach Hause, ist erschöpft von der Arbeit und setzt sich vor den Fernseher, um abzuschalten. Ne? Ich brauche das, weil ich so müde bin, was ja absolut verständlich ist. Ja? Also was macht das Fernsehen, damit das Fernsehen nicht abgeschaltet wird? Es produziert eine Sendungen, die dem Zuschauer die Möglichkeit geben, abzuschalten. Das heißt, nicht zuzuhören eigentlich, nicht zuzuschauen, sondern sich berieseln zu lassen, um die nötige Bettschwere zu kriegen, damit er nachher ins Bett gehen kann. Das ist jetzt ein bisschen zynisch gesagt, ja. Aber es ist in der Tat so. Also ich sage, man könnte eigentlich, es gibt es ja inzwischen auch in Amerika, kann man ja ein Programm wählen, wo man dann als Programm ein Feuer im Kamin hat. Na sorry, da ist mir der Kamin, also ich setze mich zu Hause mit meiner Frau lieber vor den Kamin als vor den Fernseher. Da kann ich, wenn ich mich entspannen will, besser entspannen, ja, und abschalten. Und der Mann, der Gesandte, der russische Gesandte in Dresden, ja, der sozusagen abschalten wollte, ja, hat sich die Goldberg-Variationen bestellt. Ja. Ah, ja. Und diese wunderbaren, ach so, ja. Und diese schönen, hat großen Beutel Dukaten nach Leipzig gegeben. Und das ist sozusagen auch eine Weise abzuschalten. Ja, aber dabei stärkt man sich. Genau. So wie der Schlaf ja auch die Antwort absolut, auf Abschalten wäre. Ja. Aber diese Form von Zerstreuung, um jetzt auf die Frage nochmal zurückzukommen, ne, zwischen Zerstreuung und Unterhaltung, ich denke, dass es absolut notwendig ist, dass jede Art von künstlerischer Äußerung unterhaltend ist. Also wenn sie nur selbst reflexiv ist und niemanden interessiert oder langweilig ist, dann ist sie einfach keine Kunstform. Ja? Aber sie sollte nicht zerstreuend sein in diesem Sinn, wie es gemeinhin ist, nämlich die in die Konzentration, anstatt zu bündeln, zu verschwinden zu lassen. Ne? Bei einem Ihrer Filme, da haben Sie eine Eingangssequenz, die in einer Einstellung durchgeht. Ja. Mir ist der Atem weggeblieben, weil ich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man das inszenieren kann, ja, oder beherrschen kann. Und die kommt am Ende wieder. Ja, ja, so, also der gleiche Schauplatz. Und Und beschreiben Sie mir das mal, wie haben Sie sowas überhaupt inszeniert? Naja, wir haben es 3 Tage, wir hatten 3 Tage für die Szene, es dauert 9 Minuten oder so. Und wir haben im einen Tag probiert nur Kamera und Schauspieler, zweiter Tag Kamera, Statisten und Schauspieler und dritter Tag haben wir gedreht und das war dann die 28. oder so. Aber es sieht aus, als wäre es dokumentarisch und kann es ja gar nicht sein. Nein, es war wirklich alles inszeniert da drin. Und das war mühsam, aber das ist natürlich auch, macht natürlich auch Spaß. Ja? Weil es ist für die Schauspieler angenehmer. Sie müssen zwar ihren Text können, was sie sonst nicht so können müssen, aber sie können ihre Emotionen einfach viel besser entwickeln. Nicht? Also ich tendiere ja, je älter ich werde, umso mehr zu Plansequenzen, weil es schöner ist, weil außerdem zumindest eine Manipulation wegfällt, nämlich die der Zeit. Weil es für die Schauspieler einfach viel mehr Möglichkeiten bietet, eben nicht immer so ad hoc irgendwas abliefern zu müssen, sondern halt die Emotionen entwickeln zu können. Ne? In welchem Jahr sind Sie geboren? 42. Und jetzt sind Sie 10 Jahre, 52. Das ist ein Jahr nach Ausbruch des Koreakriegs. Ja. Ja. 61, das ist ein Jahr vor der Spiegelkrise. Und mich interessiert natürlich, welche Zeiten Sie erlebt haben, bevor Sie jetzt den 7. Kontinent machen. Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich kam ja aus einem völlig unpolitischen Klima, Österreich. Also ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen in Österreich. Unser Geschichtsunterricht hat mit dem Ersten Weltkrieg geendet.
Und das hat sich auch nicht geändert bis 68 sozusagen. Und auch da war das in Österreich alles eher so ein bisschen hinten nach. Ich bin 67 nach Deutschland gegangen, eben zum Südwestfunk. Und habe dort, da war der Günter Gauss, war ja der Programmdirektor und hat diese Sendung zur Person gemacht und hat dort den Rudi Dutschke hingeholt und die Meinhof war dort etc. etc. Und da kam ich sozusagen aus dem absoluten ahnungslosen Ambiente in eine politisierte Atmosphäre. Also das war für mich schon ein Schlüsselerlebnis, muss ich sagen. Und Sie sind ja jetzt nach Frankreich auch übergegangen, denn später, ja, das heißt, ich sehe Sie da Französisch reden. Ja, ja, aber das war ein reiner Zufall, weil mich also es war kein reiner Zufall, ich habe schon als Jugendlicher immer ein Faible für französische Literatur gehabt. Das war ja, als wir so Studenten waren, war ja das Land des Begehrens, war ja nicht wie heute Amerika, sondern es war Frankreich. Ne? Da war der Existenzialismus und Sartre und Camus und die Nouvelle Vague und es war das große Land der Sehnsucht. Und ich bin als Student, also mehrfach, ich bin auch mal als Schüler, bin ich von zu Hause abgehauen in der obersten Schulstufe und bin mit dem Motorrad im Winter nach Paris gefahren, ja. Und habe dann die Klasse wiederholt, weil da war ich dann 3 Monate in Frankreich. Aber dass ich dort Filme machen durfte, hat schlicht mit der Juliette Binoche zu tun, die mich eines Tages angerufen hat. Die hat die Trilogie, diese 3 Filme von mir gesehen und hat mich angerufen und gefragt, ob man etwas miteinander machen können. Da habe ich gesagt, ja, okay, aber ich habe keine Ahnung was. Ja. Und dann habe ich mir natürlich den Kopf zerbrochen und ich war vorher schon mal da bei MKDÖ mit einem Drehbuch dort, übrigens von Wolfzeit, was ich schon vorher geschrieben hatte. Und wo der Marin Kamit sagte, ja, das ist viel zu aufwendig, das zahlt sich für mich nicht aus, das zu produzieren. Aber wenn Sie wieder mal was haben, melden Sie sich. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich durch Sie da so eine Aufforderung habe, und das macht es ja immer gut, wenn man einen Star dabei hat, dann muss ich mir was überlegen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, wie könnte ich, der ja Frankreich nur als Tourist kennt, jetzt einen Film machen? Und ich hatte vorher schon dieses Projekt, was jetzt Codan Connu ist, als Grundidee für Österreich, also Fremde. Der Film hieß ursprünglich Fremde. Ist ja ein schöner Titel auf Deutsch, weil Fremde halt mehrere Dinge bedeutet. Die Fremde, das Fremde, der Fremde. Was natürlich nicht übertragbar war für in die andere Sprache. Und da habe ich gesagt, okay, dann wenn ich das könnte ich benutzen, weil dort bin ich ja auch fremd und kann meine Erfahrungen als Fremder sozusagen einbringen und habe mich dann zum einzigen Mal in meiner Filmlaufbahn hingesetzt und habe dort 3 Monate recherchiert, habe also mit diesen mit rumänischen Familien, mit schwarzen Familien da Connections hergestellt und bin da so ein bisschen eingedrungen in diese Atmosphäre und alles, was in dem Film vorkommt, ist eigentlich sind wahre Begebenheiten, die man mir entweder erzählt hat oder die ich mitgekriegt habe. Ja? Und so kam das dazu. Ne? Und die Juliette war eigentlich ein Problem, weil sie sollte ja, also sie war ja der Anlass für den Film. Und ich habe gesagt, wenn ich einen realistischen Film mache, mit einem Star, ist schwierig. Ja. ist schwierig. Und deswegen habe ich dann diese Figur der Schauspielerin erfunden, weil das dann doch immerhin noch eine adäquate Verwendung ist. Was man übrigens gern sieht. Ja. Ja. Weil man ist sozusagen in einem sehr viel spielerischen Element, ja, wenn die auf der Bühne steht da und so einen klassischen Text da erzählt. Ja. Nee. Aber erschütternd, wie diese Miniaturen, also wenn die Rumänin zum zweiten Mal sich an ihre Bettlerstelle setzen will. Ja, und da ist schon der Ladenbesitzer und guckt. Ja? Und dann kommen die Mafiosi oder wer das ist, die Kontrolleure. Genau. Ja. Und sie muss abziehen. Ja? Ja. Das hat etwas. Ja? Das ist Auszug aus... Aber das sind eben alles Dinge, die ich dann wirklich, wenn man sich da ein bisschen damit mit den Leuten befreundet und dann kriegt man das alles mit. Also das waren einfach nur, macht man nur die Augen aufmachen und dann sieht man das alles. Das ist unglaublich. Ne? Geschichten schreiben tun sie nicht. Nee, weil wenn man in deutscher Literatur Geschichten schreiben muss, muss man ein Sprachartist sein, das bin ich nicht. Ich habe also begonnen, also 1967 sind ein paar Erzählungen von mir erschienen, aber das ist, glaube ich, nicht meine Domäne. Ja. Da muss man stilistisch sehr gut sein.
Sie lieben die Musik, aber es kommt relativ wenig Musik, außer solche, die aus Geräten kommt, ja, in Ihren Filmen vor. Ja, weil ich sie so liebe. Ja. Ich finde, sie ist zu kostbar, um sie dazu zu verwenden, sozusagen die Fehler, die Fehler der Dramaturgie oder der Inszenierung zu vertuschen, was ja zu 80% der Fall ist im Kino. Und dann ist es natürlich so, dass meine Filme ja sogenannte realistische Filme sind, also die Realität versuchen abzubilden. Und da spielt halt keine Musik. Ne? Also im Genre-Kino ist es klar, also man kann keinen Italo-Western ohne Morricone-Musik sich vorstellen oder keinen Hitchcock ohne Bernard Herrmann-Musik. Aber das ist was anderes, es sind Genre-Filme. In meinen Filmen hätten die eigentlich nichts zu suchen. Und deswegen habe ich sie auch daraus verbannt. Also finde, das heißt nicht, man soll Musik nicht im Film verwenden, aber nicht im realistischen Film. Da ist es meistens nur, also so wie man es ja in jedem Tatort sieht, ist es halt einfach das Helferlein, um die mangelnde Spannung zu kompensieren. Ne? Es ist ja so, das ist ja eine der ganz großen Wahrheiten, ja, dass nichts unerledigt liegen bleibt. Ja, ja? Ja. Und wir sozusagen verborgene Kausalketten, ja, überall haben. Ja. Ja? Das ist übrigens das, was mich bei Wolfszeit so berührt hat. Ja. Ja, nicht? Man hat dauernd die Ahnung, ja, dass außerhalb des Bildes und außerhalb der Geschichte, die sie erzählen, ja, der Situation, nicht eine ungeheure, also Kausalketten, getrennt marschieren und vereinschlagen. Aber es wäre eben ganz fatal gewesen, wenn man davon was gezeigt hätte. Ne? Dann hätte man dem Film sozusagen seine Aura genommen. Nein, das ist ja das Wesen des Attraktors. Ja. Ja, nicht? Also daraufhin stellt man sich etwas vor. Ja, ja, genau. Nicht? Und Sie würden sich nichts vorstellen, wenn es abgebildet genau, ist. Genau, so ist es. Ja. Also das würden Sie sagen, das ist Gegenteil von Abbildrealismus, was Sie betreiben. Ja, ich bemühe mich darum. Es ist ja nicht immer möglich, weil man muss ja immer ein Bild finden, das sozusagen die Aussparung des anderen Bilds bedeutet und trotzdem Sinn macht. Das ist sozusagen die dramaturgische Schwierigkeit beim Schreiben. Es ist ja viel simpler, sozusagen 1:1 eine Geschichte, die man erzählt, abzubilden. Und das ist es. Aber das ist ja auch das Spannende dabei. Welche Kamera benutzen Sie? Ja, unterschiedlich. Also bei Caché haben wir natürlich eine Videokamera benutzt, um damit diese verschiedenen Ebenen von Film und Video verschliffen werden, damit der Zuschauer sozusagen in die Falle gehen kann. Und sonst ist es meistens Moviecam, normale 35mm Kamera. Nicht Ariflex. Hatten wir auch schon. Also das ist ja sowieso die Wahl des Kameramanns, da mische ich mich nicht ein. Also ich mische mir ein dann in die Optik. Ich sehe Sie öfter auf Bildern hinter der Kamera auch. Sie gucken durch. Ja. Na und also ich finde das Video eine segensreiche Erfindung für einen Regisseur, weil früher, also als ich meine ersten 10 Filme gemacht habe, Fernsehfilme, gab es das ja noch nicht, dass man nachher das mitlaufende Video sich anschauen kann und noch einmal kontrollieren kann, was man da auf dem Bildschirm hat. Also zum Beispiel die Szene, von der wir vorher sprachen, diese Plansequenz am Beginn von Code Inconnu, das ist unmöglich, das beim einfachen Zuschauen alles zu überwachen. Also ob nicht irgendein Statist jetzt gerade in die Kamera geschaut hat und so. Und da ist natürlich das Video schon sehr praktisch. Das heißt, ich schaue nie durch die Kamera während des Drehs. Ich schaue immer, gehe ganz nah ran, habe meine Kopfhörer auf, weil ich den Sound hören will, der drauf ist auf dem Band. Und bleib bei den Schauspielern. Gehe aber nachher, wenn der Take einigermaßen war, immer in mein schwarzes Kämmerchen, in die strenge Kammer, wie ich sage, und schaue mir das noch einmal an, ob da nicht irgendwelche Fehler passiert sind, die mir entwischt sind während des Drehs. Wie viel Mal drehen Sie so etwas? Also nehmen Sie mal. Hängt von der Schwierigkeit. Also je länger die Einstellungen sind, umso öfter muss man sie natürlich drehen, weil immer irgendwas schief geht. Also wie gesagt, also die längsten Einstellungen in Code Inconnu, das waren ja auch die längsten, die ich bis jetzt gemacht habe, die haben wir an die 30 Mal gedreht. Ne? Ja. Das war schon ein bisschen mühsam zur Erschöpfung aller Beteiligten, weil man ja dann doch immer, es ist ja, je länger sowas dauert, dann gibt es am Anfang einen tollen Moment, dann passiert 5 Minuten später irgendein Fehler und sagst, das kann ich sowas wieder vergessen und es ist ein bisschen mühsam. Aber andererseits zum Beispiel die 10-Minuten-Szene, in Funny Games, nach dem Tod des Kindes,
Das haben wir nur zweimal gedreht. Das wäre mehr nicht möglich gewesen, emotional. Weil das emotional zu schwierig war. Ne? Noch einmal auf diese grundlegende Struktur, ja, die Ihnen den Vorwurf, Sie seien Pessimist, eingebracht hat. Aber wir haben schon festgestellt, Sie sind Beobachter. Ja, ja, nicht? Ja. Ja? Sie würden auch etwas Positives beobachten, wenn es passiert. Ja. aber Sie sprechen von einer emotionalen Vereisung. Ja, das habe ich mal getan. Das war ein bisschen ein grober Fehler, weil es ist so, ich habe also emotionale Vergletscherung gesagt und das ist so ein griffiger Begriff und seitdem bin ich immer damit konfrontiert. Es trifft natürlich zu. Natürlich ist die Erfahrung von Kälte in unserer Gesellschaft eine sehr starke und ich habe das immer so empfunden. Und zwar unfreiwillig, das ist nicht die Bosheit der anderen, ja? Nein, sondern es ist so, es kommt nicht auf den Menschen so an wie Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, ja? Gut, ich kann nicht beurteilen, wie das früher war. Ja? Das ist immer, also wenn man mich fragt, glauben Sie, war das früher anders, kann ich nicht beurteilen, ich kann nur das beschreiben, was ich sehe. Und für mich ist es so, dass diese Empfindung von Kälte in unserer Gesellschaft, und zwar nicht abstrakt, sondern konkret von Mensch zu Mensch, einfach sehr krass ist. Ja? Und dafür habe ich dieses Begriffspaar da geprägt, das mich aber jetzt ein bisschen verfolgt. Ich bin jetzt sozusagen der Regisseur der emotionalen Vergletscherung und dagegen wehre ich mich ein bisschen, weil das ist halt ein Teil der Dinge, die mich immer wieder schockieren oder nicht nur schockieren, sondern deren Teil ich ja bin. Also ich beobachte es ja nicht nur an anderen, ich beobachte es ja an mir auch. Das ist so wie die Kommunikationsschwierigkeiten. Das ist sozusagen, für mich ist eigentlich die zentrale Thematik in meinen Arbeiten ist eigentlich, wie funktioniert oder funktioniert nicht Kommunikation auf allen Ebenen. Das ist ja sozusagen die Wurzel des Übels. Ne? Das ist ja etwas sehr Interessantes, dass, also wenigstens empfinde ich das so, ja, dass sozusagen der Sitz der Seele in Ihren Filmen wäre zwischen den Menschen, ja, in Beziehungen. Ja. Ja? Da ist auch das Es, ja, das Böse, ja, ja. Das Gute, ja. Das Gutmütige, ja. Ja, läge immer zwischen den Menschen. Ja. Ja? Na, alles ist da. Alles ist da, es muss nur sozusagen genommen werden. Anders aufgesammelt werden. Ja? Ja, ja. Sodass eigentlich also ein guter Mensch, wie die Brüder Grimm Märchen sammelt, ja? Das Gute einsammeln kann. Aber da sammelt er ja eine Menge Böses mit. Er sammelt das Böse gerade, mit. Gerade ja? Bei den Märchen. Ja, in zwei Körbe. Ja, ja. Ja. Es gibt bei Thomas von Aquin den Satz, das Böse ist ein Defekt des Guten. Ja? Mhm. Da gründet er seine scholastische Theorie drauf. Ja? Das sind, glaube ich, 33 Bände, ja? Mit Unterscheidungen. Ja. Ja? Er ist ja sehr gründlich. Ja. Ja? Hat das irgendeine Attraktion für Sie? Er will ja nicht irgendwie gut reden. Also da sind ja Verbrennungen von Hexen genauso enthalten, wie Erdbeben, wie Grausamkeiten, wie Barbarei. Ja? Das würde ja, er aber ja nicht dahinter leugnen. Steht doch der Gedanke, dass sozusagen das Böse ein Defekt des Gutes ist. Dahinter steht der Gedanke, dass das Grundprinzip das Gute ist und sozusagen der Defekt nur eben der Defekt, also die Abweichung, ne, wenn oder, ich das richtig verstehe. Ja, man könnte es auch anders deuten bei ihm. Ja. Man könnte es an manchen Stellen, sieht es so aus, dass der Mensch nicht auf der Höhe des Bösen ist. Also er kann nicht systematisch Böses werden, dann überanstrengt er sich. So ja, wie, sicher. Dass Dostojewski das beschreibt. Böse sein ist ja anstrengend. Ist ja sehr anstrengend, ist ein extremer Zustand. Ja? Sodass also man unfreiwillig, unabsichtlich oder zu mehreren sehr wohl böse sein kann. Ja. Aber nicht so gut als sozusagen Cesare Borgia. Ja, sozusagen ein ja das braucht man Genie dafür. So, aber es ist, ich glaube im Gegenteil, es ist die Gefahr, also wenn man das jetzt auf die Gesellschaft umrechnet, die Gefahr ist, Sie sagten das vorher schon, sind natürlich nicht die Täter, sondern sind die Mitläufer. Ne? Also das gut zu sein, durch Hände in den Schoß legen, ist die viel gefährlichere Art des Böseseins als aktiv Bösesein. Zerstreuungskonzert Radio Leipzig 1939 und das ist die Vorbedingung für die Unaufmerksamkeit, dass Auschwitz passieren kann. Absolut. Ja. Es gibt ja so wie Hieronymus im Gehäuse, ja, Kommentatoren, ja, Theologen, ja, die in die Welt sehr scharf beobachten, ja, eigentlich etwas tun, was sie, ja, indem sie Formen gestalten, ja, auch tun. Ja. Ja, nicht? Das könnten Sie doch sozusagen in Ihr Leben einbeziehen. Wenn Sie nicht Filmemacher wären, ja, können Sie auch Kommentator sein.
Ja, aber als Kommentator muss man, das ist ja das Wesen des Kommentars, mehr wissen. Das heißt, ich kann nicht nur beschreiben, sondern ich muss, ein Kommentar ist ja das ist von einem höheren Standpunkt aus. Ja. Während als Filmemacher kann ich Prophet. Ja nur das, ja. Ja, genau, als Filmemacher kann ich, oder als Schriftsteller, kann ich ja nur das beschreiben, was ich wahrnehme. Also sonst ist es schon, das ist ja auch meine Schwierigkeit, wenn man von mir verlangt, eben Interpretationen meiner Filme. Ja? Das ist dann immer, dann muss ich mich über mich drüber stellen, was mir schwerfällt oder was mir unmöglich ist, um da sozusagen das Ganze auf den Begriff zu bringen. Und abgesehen davon, dass Begriffe langweilig sind in der Kunst, ja, ist es auch nicht zielführend für den Zuschauer, weil er dann sofort nur noch an den Begriff denkt und nicht mehr offen ist, etwas zu erfahren. Ja? Wenn Sie jetzt nicht ein Kommentator ja, sind, so seitlich von Thomas von Aquin, ja. Wären Sie denn vielleicht so jemand, der so Kristalle bearbeitet, bis man daraus eine wirkliche optische Geräte machen kann? Ja? Kristalle, also kristallisierte Momente. Ja? Das versucht man. Ich denke ja, was ist denn künstlerische Äußerung? Ist ja in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit eine Form zu finden. Ne? Und also wenn man das als kristalline Form bezeichnet, ist es ein schönes, großes Bild. Das ist, gelingt einem nicht immer, dass die Form wirklich kristallin aber das ist. Zum Beruf. Aber man versucht natürlich eine Form. Form ist ja meiner Meinung nach, vielleicht liege ich da falsch, aber für mich ist Form die Grundbedingung, um von Kunst überhaupt sprechen zu können. Also es gibt für mich zwei Grundbedingungen, Grundkonditionen, die erfüllt sein müssen, um überhaupt anzufangen, über sowas wie den Begriff Kunst, und ich werde mich hüten, das zu versuchen zu definieren, zu beschreiben. Das ist die eine Identität, eine Entsprechung zwischen Inhalt und Form, die zu finden und das Ernstnehmen des Gegenübers. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Ernstnehmen. Also das Ernstnehmen des Rezipienten, egal ob das jetzt ein Leser, ein Hörer oder ein Zuschauer ist, dass ich den mindestens so, also genauso ernst nehme, wie ich selber ernst genommen werden will als menschliches Wesen. Ja. Wenn ich das nicht jetzt tue, subjektiv-objektive Beziehung. Ja, ja. Nicht? Also es gibt nicht ein bloß Objektives, ja, und es gibt auch nicht einen subjektiven Autor, ja, der Diktator werden kann, sondern zwischen den Menschen. Ja, weil ich kann ja formal höchst brillant sein und kann das benutzen, um den Zuschauer zu manipulieren, zu verdummen, was auch immer. Stehen zu lassen, vereinsamen. Ja, ja. Und dann, auch dann, selbst wenn das mit hohen kunsthandwerklichen Fähigkeiten stattfindet, würde ich es nicht als Kunstwerk bezeichnen. Ja, aber das ist